willkommen zurück in Randalls kleiner Welt. Und sie ist wirklich kleiner geworden. Wir sind zwar nicht mehr im Knast, aber auch hier auf der Karte können wir uns an sich nur noch zwischen Dach unserer Wohnung und Murray bewegen. Ja, apropos Murray. Hey, Murray! Verzeihung, ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange, genau wie Vanilleeis. Ist das so? Oh, Murray, ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein, also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie die Geschichte mit der Ente und... Hör auf, daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, naja, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und zumindest mit dir rede? Leicht tot aus. Ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Ja, das Haben ist Sie schon, heute schon nah dran. In den Spiegel geschaut, Murray? Okay, okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis, glaube ich. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Murray, also... Was genau machen was Sie genau eigentlich? Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Hier oben? Hatten Sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelegt... Und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Das stimmt. Yeah. Aha. Typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starrkopf, was, Murray? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab's ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben. Erdbeben? Tut mir leid, Murray, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie Sie in meinen Augen aussehen, Murray. Ja, das ist allerdings richtig. Ehrlich, Murray, Sie sehen gar Ehrlich, nicht gut Murray, aus. Sie sehen gar nicht gut aus. Ja, was soll ich sagen, Junge? Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Tja, haben Sie Ihren alten Grill haben noch? Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Murray. Ich kenne mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN602 könnte dem was anhaben. Die Und wo AN602? Ist der? AN602? Schon sein. In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Murray. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fang nicht wieder damit an. Tja. Tja, dann... Wir brauchen den Grill.
Wir brauchen den Grill. Wie können wir denn Murray überzeugen, dass er tot ist? Tja, Nikotinkaugummi wird ihm nichts bringen, oder? Das würde ich eher lassen. Scheiße. Irgendetwas fehlt uns, was wir noch nicht haben. Was haben wir denn wieder übersehen? Ich befürchte, dass wir hier irgendetwas übersehen, was wir noch nicht haben. Wir brauchen den komischen Grill. Fenster, Fenster, Regale, grünes Kraut. Da haben wir auch schon nachgeguckt, aber das grüne Kraut wird es ja nicht sein, oder? Brauche ich nicht. Mein Lebensbalken ist voll. Ja. Wo war das grüne Kraut? Komme ich jetzt auf das Spiel, den Spielnamen nicht drauf. Hier war doch irgendwas mit diesem Kackengel. Den Dolch brauchen wir. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Kann ich nicht das Kaugummi benutzen, um da irgendwas festzukleben? Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das gibt's doch nicht. Starte, Flügel, Trophäen. Holzscheit. So, kann ich denn jetzt den da dran festkleben? Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Aus... Ja, jetzt bin ich hier rausgerutscht. Ich hasse diese Steuerung. Ausgangsposition. Oh, hat's aber gehalten, ja, die Ausgangsposition. Hier, guck mal. Ich brauch den Dolch. Was willst du mit dem Dolche, sprich? Wo haben wir denn hier einen Holzscheit, eine Statue? Was gibt's da nicht? Sag mal, bin ich denn blöd? Irgendwie muss ich das Ding doch festkleben können. Ah, jetzt ist was Neues entschieden. Jetzt ist mir das, glaube ich, klar. Ich muss diesen komischen Kaugummi... Klasse. Da muss man erstmal drauf kommen. Oh Mann, endlich. So, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Sie könnten natürlich... Den brauchen wir aber noch irgendwie... Das ist Matt, mein bester Freund. Steht jedenfalls so auf dem Klappentext. Ja, genau. Nein, wir brauchen den Dolch bei Murray. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, Murray. Wir wollen doch mal sehen, ob du dich überzeugen lässt, dass du tot bist. Tut mir echt leid, Murray.
Was zum Geier? Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen. Du hast mich abgestochen. Ja, eben nicht. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Geht's wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger. Du wolltest mich umbringen. Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal. Ja. War das ein Theaterdeutsch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot. Unmöglich. Oh doch. Was mache ich denn jetzt? Tja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sie nur wie einen Zirkusfreak. Verdammt, das ist real. Das ist wirklich real. Es ist Realität. Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's wir durch. Wir brauchen den Grill, Murray. Was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ja. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh. Nee, wir sind nicht erledigt. Wir sind erledigt. Ich weiß nicht, Junge. Nenn mich ruhig skeptisch, aber ich glaube nicht, dass Mittagessen die Lösung für doch, all das ich hier schon. Ist. Ich glaube das. Deswegen bin ich der Protagonist und Sie spielen nur eine Nebenrolle. Wie bitte? Vergessen Sie es, mein beschränkter Freund. Hey, Vorsicht. Mein Körper mag ja am Verwesen sein, aber ich kann dir immer noch ganz gut einen auf die Mütze geben, ja? Okay, Murray. Immer mit der Ruhe. Ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Das muss schon ein harter Grill sein. Was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Ja, genau das. Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch da runtergehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Nein, wir brauchen den Grill. So, nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt... Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie... Und als sie von Aliens entführt wurden und sie fliehen konnten, indem sie sie mit ihrem treuen Barbecue-Matic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal, müssen Sie selbst wissen. Sie können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich ja so. Dann geh runter, hol die Grill. Kommen Sie, nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho. Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Murray. Und blicken Sie nicht zurück. Er geht tatsächlich... Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Murray aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden Sie vermissen, Officer. Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Hier ist Murray. Und jetzt fick mich von der anderen Seite. Murray, Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett. Coole Sache. Verdammt richtig. Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray. Ziehen wir's durch. Alles schwarz? Bitte sehr. Der Grill. Okay. Super Mittagessen. Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Hey, warte mal.
Wo ist das Essen? Das müssen richtig, wir doch organisieren. Das Essen. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bring bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und wenn ich euch fragen dürfte, wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Fällt mir schon dunkel etwas ein. Ja, mir auch. Das dürfen wir mit Sicherheit mal mitnehmen. Rizinusöl. Aber wo wollen wir denn da was abführen? Ja. Ja. Metz, wir haben ein Problem. Tja, so weit ist es also gekommen. Das Ende der Welt. Wer hätte das gedacht? So sieht's aus. Und trotzdem steigt auf dem Dach eine Party. Warte mal. Da ist eine Party auf dem Dach? Ja, hab ich jedenfalls Leute. Das soll ein Riesending werden. Es gibt sogar ein Barbecue. Super, ich stehe voll auf Burger. Aber... Was aber? Ich habe den ganzen Tag noch nichts von Sally gehört. Sie hat das Telefon nicht an und das sieht ihr gar nicht ähnlich. Ich mache mir langsam Sorgen. Was, wenn die Typen vom Klamottenladen sie gekidnappt haben? Im Ernst? Darüber machst du dir Sorgen, dass die Typen vom Hochzeitsausstatter sie gekidnappt haben könnten? Ich krieg von solchen Läden echt schlechte Vibes mit. Ich dachte immer, da hängt irgendein gruseliger Alter im Keller rum, der nachts hochkommt und alle Kleider anprobiert. Wie auch immer. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hab Sally bei der Party gesehen. Ja, ehrlich? Haben wir. Komm, bei sowas würde ich dich doch nicht anlügen. Komm schon, Randall. Du hast mir mal erzählt, dass Sally in einem Müllcontainer steckt. Und ich hab fast einen Arm verloren, als ich sie da rausholen wollte. Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Aber stimmt das denn? Sally ist auf der Party? Ja, klar. Hab ich doch gesagt. Ja. Okay. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sie sehen. Klar, aber die hängt doch sicher mit ihren Freundinnen ab. Und die kann ich nicht ausstehen. Diesmal nicht. Die Bräute sind echt Furien. Entspann dich. Sie war allein da. Tja, vielleicht komme ich später mal vorbei. Mal sehen. Ja, deine Entscheidung. Ah, oh, nein. Du musst mitkommen. Ja, Alter, komm, vergessen wir alles andere und machen eine richtig schöne vergessen Party. Vergessen wir mal alles andere und machen richtig schön Party. Weiß nicht, Mann. Was läuft denn für Mucke? Ja, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde sie als episch bezeichnen. Du weißt, dass ich mich langweile, wenn mir die Musik nicht gefällt. Und dann trinke ich mehr, als mir gut tut und dann passieren komische Sachen. So wie mit Vesuvius, Matt. Wollen wir nochmal ein Vesuvius, Matt, Randall? Ich weiß nicht, ob dir der Sound gefällt, aber... Wir könnten uns trotzdem amüsieren. Ah, weiß nicht, Mann. Ich sehe es einfach nicht. Wenn mir die Musik zufällig gefällt, dann ja. Wenn nicht, bleibe ich wohl lieber hier auf deinem gemütlichen Sofa. Großartiger Plan. Ja, verdammt. So, im Übrigen... Genau, und im Übrigen, da gibt's genug zu saufen, um selbst Jelzin ins Koma zu befördern. Oh, klingt gut, aber... Was aber? Du kennst mich, Randall. Ich hab Prinzipien. Ja, verdammt ich kann doch nicht mal. Ohne was in der Hand uneingeladen zu einer Party gehen. Ich sollte wenigstens was zu trinken mitbringen, oder? Oh Gott, Matt Griffin redet über Prinzipien? Das muss wirklich der Weltuntergang sein. Einfach nur eine Frage des guten Benehmens, mein Freund. Benehmen? Okay, du verarschst mich nur. Komm schon, du weißt noch nicht mal, was das heißt. Ich mein's ernst, Randall. Ich gehe nicht auf die Party, wenn ich nichts zum Mitbringen habe. Oh. Okay, ich schau mal, was ich machen lässt. Ja. Okay, ich sehe schon, du hast keinen Bock. Dann muss ich mir wohl einen anderen Rodney Dangerfield suchen. Komm schon, reg dich nicht auf. Man muss die Dinge eben richtig angehen. Und weißt du, ich fühle mich gerade nicht so richtig nach Party. Naja, deine Entscheidung. Ach, wie kriegen wir ihn denn jetzt da weg? Verdammt! Können wir das eigentlich da reinmachen? Ja, Becher voll Rizinusöl. Niemand will diesen Scheiß haben. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir einen Schlüssel und einen Becher. Wozu brauchen wir auch den Schlüssel? Keine Ahnung. Okay, an dieser Stelle dann nochmal einen Cut. Ich weiß noch nicht, wie wir Matt davon überzeugen. Wir haben ja gar nichts mehr großartig. Was haben wir denn da? Ein Dach, da sind die Leute. Murray ist jetzt auch oben. Ja, da hätte man da unten den Penner, aber keine Ahnung. Der ist ja irgendwie angegammelt, den wollen die doch nicht essen, nicht haben.
Gut. Egal. Hier müssen wir nochmal einen Cut machen. Dann werden wir mal in der nächsten Folge sehen, was Randall noch drauf hat und wie wir Matt nach oben kriegen. Vor allen Dingen, was wird uns das bringen? Tja, weiß ich auch noch nicht. Aber egal, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, würde mich freuen, wenn ich euch auf dem Kanal wiedersehe. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao! Nun hatte ich geglaubt, dass wir uns schon langsam dem Finale nähern, aber irgendwie kommt immer noch was dazwischen. Dabei spielen wir ja nur noch im Prinzip auf drei Schauplätzen und mit kaum noch irgendwie Beteiligten und trotzdem geht's einfach nicht weiter. So, jetzt Matt will das Rizinusölig, wäre aber irgendwie nicht sinnvoll, da wäre höchstens auf die Toilette gegangen. Und wem kann ich es aber anbieten? Die da oben? Nee, die wollen es nicht haben, die brauchen frisches Menschenfleisch, Mary auch nicht. Jetzt bleibt mir an sich nur noch eine Person, dieser blöde Penner da unten übrig. Aber was mir das dann bringen soll, ich habe mal keine Ahnung. Aber das testen wir dann in der kommenden Folge hier auf dem Kanal aus. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!